So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich Thema Ernährung, Thema Kochzeit, Thema Rezept. Und ich habe euch heute mein Hummus. Hummus, manche sagen, glaube ich, Hummus. Mein Hummus mitgebracht. Ich sage jetzt einfach Hummus. Viele sagen sogar, dass es so eine der ältesten zubereiteten Speisen überhaupt ist. Im Nahen Osten, in arabischen Ländern, in der Türkei, besonders auch wenn ihr beim Libanesen seid, gibt es sehr, sehr häufig Hummus zu ganz, ganz vielen Rezepten. Das heißt, es ist wirklich so eine Paste, so ein Brei, den ihr fantastisch zu Hühnchen essen könnt, den ihr aber auch super auf Brot, mit so, herrlich, wirklich ganz, ganz köstlich. Ich esse das einfach pur, weil ich es einfach unglaublich lecker finde. Es ist low carb, es ist reich an vielen, vielen guten Aminosäuren durch die Kichererbsen, die drin sind. Wir haben viele, viele gute Fette durch das Sesam, das drin ist, durch das Olivenöl, was drin ist. Wir haben kaum Kohlenhydrate, also wirklich ein fantastisches Rezept. Und viele von euch gehen zum Libanesen oder holen sich das auch. Jetzt gibt es jetzt auch bei Aldi und so in den ganzen Supermärkten. Ist gar nicht so schlecht, ist aber soweit ich weiß, von einigen Herstellern sogar nicht vegan. Das, wenn ihr euch selber macht, ist selbstverständlich vegan und ist viel leckerer. Und jetzt komme ich zum Punkt. Es ist unglaublich einfach, unglaublich schnell selbst zu machen. Deswegen probiert es unbedingt mal aus, es einfach selbst zu machen. Wie gesagt, wie geht ihr vor? Es geht ganz, ganz schnell. Oder was braucht ihr erstmal? Erstmal, was braucht ihr dafür? Ich habe gerade schon ein bisschen erzählt. Ihr braucht Kichererbsen. Ihr könnt auch die trockenen nehmen, aber es geht einfach viel schneller, wenn ihr euch die aus der Dose nehmt. Und die sind nicht schlimm, die sind nicht schlecht. Die sind einfach eingelegt in Wasser. Fertig. Und die Flüssigkeit da drin nehme ich ganz gerne mit, weil ich es mag, wenn die Konsistenz nicht ganz so fest ist. Das heißt, ich nehme die Kichererbsen praktisch erstmal in den Topf mit der Flüssigkeit. Was braucht ihr noch? Ihr braucht Sesam oder noch besser Sesampaste. Tahin wird das zum Beispiel beim Türken genannt. Das ist eigentlich am günstigsten. Da könnt ihr euch Sesampaste holen. Ihr könnt euch das auch, so wie ich hier, ich habe das eigentlich immer vom Supplement Store, also Sesambutter ist eigentlich nichts anderes. Oder ihr könnt tatsächlich auch wirklich normalen Sesam nehmen, es in den Mixer schmeißen, dann kriegt ihr auch so eine Paste raus. Die wird dann nicht ganz so fein, aber könnt ihr auch super verwenden. Wir brauchen noch eine Zitrone oder den Saft einer halben Zitrone. Ich nehme keinen Knoblauch. Ihr könnt wirklich noch eine Knoblauchzehe nehmen. Ich nehme keinen Knoblauch. Wir brauchen noch ein gutes natives Olivenöl später, um die Konsistenz zu verarbeiten, um damit der Geschmack noch ein bisschen stärker wird. Und ich weiß, dass in der traditionellen Küche wird es nicht so häufig genommen. Ich nehme wirklich Gewürze mit rein. Salz sowieso, aber ich nehme sehr, sehr, sehr gerne Curry. Ich nehme sehr, sehr gerne Kumin mit rein, also Kreuzkümmel. Finde ich, passt fantastisch dazu. Koriander und Kurkuma nehme ich noch gerne dazu. Ein bisschen für die Farbe, aber ich finde, es gibt auch so diese leichte Bitternote, mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Manche nehmen noch ein bisschen Paprika dazu, aber ich finde, das sind die Gewürze, die unbedingt rein müssen. Wie gesagt, Saft einer halben Zitrone noch rein. Wie geht ihr vor? Super, super einfach. Manche machen es ohne vorher aufkochen. Ich koche es wirklich vorher auf. Das heißt, ab in den Topf mit der Flüssigkeit, kein Wasser dazu, gar nichts. Und richtig, richtig aufkochen. Dann kriegt ihr später eine sämigere Masse hin. Lasst es wirklich aufkochen. Lasst ein bisschen von der Flüssigkeit verdampfen. Damit bleibt richtig schön der Geschmack drin. Und 5-6 Minuten wirklich mal richtig, richtig stark köcheln. Dann kommen die runter vom Herd, packt das Ganze in den Mixer. Ihr könnt es auch direkt mit dem Stabpürierer direkt pürieren. Ich packe es mir am liebsten in so einen Mixer, in mein Mixgerät. Dann saue ich nicht so viel rum. 2 Esslöffel Sesampaste oder 2 Esslöffel der eigenen Sesampaste, die ihr euch gemacht, oder Tahin, wie gesagt, kommen mit rein. Der Saft einer halben Zitrone. Ich packe dann immer richtig schön meine Gewürze da rein. Und dann wird das Ganze richtig, richtig schön zusammen püriert, bis ihr so eine richtig schöne, so wie ich das hier habe, so eine richtig, richtig schöne feste Masse bekommt. Dann ist das Ganze noch warm. Dann Deckel runter und dann guckt ihr, dass ihr noch ein bisschen mit dem Olivenöl so 2-3 Esslöffel mit rein, wie ihr die Konsistenz mögt. Und wichtig, wichtig, das Olivenöl gibt dem Ganzen noch mehr Geschmack. Dieser Geschmack ist fantastisch, ist ein Geschmacksträger, das Olivenöl, aber auch versorgt euren Körper eben mit guten Fetten. Das passt sehr, sehr, sehr gut dazu. Und schon ist das Ganze fertig. Schon habt ihr eine fantastische, köstliche Hummuspaste, Hummus. Und wie gesagt, macht es mal nach. Es wird euch unglaublich schmecken. Ich liebe so die arabische Küche, weil diese Gewürze und alles, es passt einfach super, super, super gut zusammen. Wie gesagt, unbedingt mal nachmachen. So mein kleines Hummus-Hummus-Rezept. Sehr gesund, deswegen passt es auf jeden Fall eben auch in die Fitnessküche. Viele kennen es von euch vielleicht noch gar nicht. Nachmachen, Channel abonnieren, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und macht beim Trainingsernährungssystem mit, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch dann wieder zu trainieren soll, wie ihr euch ernähren soll, was ihr womit kombiniert, was so euer perfekter Trainingsplan ist. Ist das das Richtige für euch? Bis dahin, euer Simon.
Wow. Wow, es ist das beste Olivenöl. Und ihr braucht selbstverständlich. Weißt du, zwischendurch. Zwischendurch. Topf. Kommt mehr Saft raus. Wusstest du das? Hat Mama mir beigebracht. Süß, ne? So. Das nicht filmen. Oh. Was ist das? Ist die Zitrone vegan? Sogar Bio. Bio vegan. Okay. Ne, die ist nicht vegan. Weißt du warum? Warte, pass auf, jetzt kommt der. Jetzt kommt richtig platter Witz. Die hat Fruchtfleisch. Nein, man nimmt das nicht rein, das ist wirklich schlecht. Nein, guck jetzt in die Kamera. Nein, weißt du, was du getan hast? Guck in die Kamera. Nein, er ist wirklich schlecht. Bitte, ist noch früh.